So, jetzt geht's weiter. Kurze Zigarettenpause gehört. Auf der Suche nach Opa, Nier und Dromark könntest du auf neue furchteinflößende Feinde stoßen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, deshalb solltest du Rex erst einmal so weit wie möglich stärken. Am Ende eines Kampfes erhältst du Waffenpunkte und Talentpunkte. Waffenpunkte stehen für Rex Erfahrung im Umgang mit Waffen und können für das Trainieren seiner Technik eingesetzt werden. Und das Trainieren ist wichtig. Je höher die Stufe einer Technik, desto mehr Schaden kannst du den Gegnern damit zufügen. Wähle im Hauptmenü unter Charaktere erst Rex aus und dann Techniken, um seine Technik zu trainieren. Talentpunkte stehen für Rex wachsende Kampfexpertise und können für das Erlernen neuer Talente eingesetzt werden. Wähle im Hauptmenü unter Charaktere erst Rex und dann Harmonieringer, um neue Talente zu erlernen. Lass uns die Gelegenheit nutzen, um einen kurzen Blick auf die grundlegenden Werte eines Meisters zu werfen. KP, Stärke, Äther, Geschick, Agilität und Glück. KP, Gesundheit des Meisters, Kampf und Fähigkeit, bei 0. Stärke, bestimmt Schaden von physischen Techniken. Äther, bestimmt Schaden und Heileffekte von Äther-Techniken. Geschick, bestimmt Referate von Angriffen. Agilität, bestimmt Chance, Angriffen auszuweichen. Und Glück, Widerstand gegen Schwächungen und Reaktionen. So, haben wir jetzt gerade erstmal viel gelernt. Ab jetzt ist es hier für mich komplett blind. Ich sehe gerade da oben. Ne, da ist ein kleiner Punkt, den ich noch wegmachen muss. Ah, ganz klein da. Der geht mir gleich so einen Piss. Fällt da? Nein, der ist so klein, ey. Das sind, glaube ich, nur so 3 Pixel, glaube ich, ne? Gucken wir mal. Ja, jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Sehr gut. Sehr gut. So. Rex und Pyra. Wir nehmen natürlich Rex. WP verwendet, um Techniken zu stärken. Gut, haben wir. Egeschwert. Wir können anscheinend auch andere Schwerter bekommen. Nice. Ankerschuss, nötige WP. Ja, kann man hier noch nicht wirklich machen. Oh, Schmetterseite. Treffer erzeugen 20% weniger Wut. WP reichen nicht aus. Ja gut, ich habe nicht genügend WP, können wir also nichts machen. Dann haben wir hier Harmonieringe. Talentpunkte verwenden, um die Fähigkeiten des Charakters zu stärken. Ich habe gerade eine Verzögerung dran irgendwie. Oh, ne, doch nicht. Den haben wir freigeschaltet. Den hier müssen wir. Erhöht Stärke um 20. Nice. Müssen wir sowieso hin, weil wenn ich das richtig verstehe, können wir immer nur hier die Verbindungsknoten immer dann weitergehen. Das heißt, von hier aus kann man nach oben gehen. Gerade nicht, aus welchem Grund auch immer. Okay, und wir müssen erstmal den äußeren Ring machen, dann kommen wir zum nächsten Ring und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das werden wir sicher halt noch rausfinden. 27 haben wir noch, nicht viel, aber naja. Können wir auch mehrere Taschen haben. Marinsüßsauer. Jetzt gucken wir mal kurz bei Pyra rein. Können wir bei ihr auch machen. Kernsplitter verwenden, um Waffen zu modifizieren. Okay, einfaches Schwert, kein Effekt. Ach ja, bei ihr. My usefulness has increased. Du hast einen Harmonieerfolg erzielt und das Talent erlernt oder verbessert. Alles klar. Okay. Die ist schon wesentlich trainierter als wir. Aber irgendwie kann man mit ihr nicht auch nicht zu den nächsten Ringen, aus welchem Grund auch immer. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal hier schön Schrittes weiter. Harmonieringe freigeschaltet, bla bla bla. Jetzt haben wir. Ah, guck mal, Schatz. Treasure acquired. Rotgarn haben wir erhalten, okay. Haben wir denn Tipps für Abenteuer? Ach ja, eines noch. Auch deine Klinge kannst du stärker machen. Die Fähigkeiten einer Klinge können auf 3 verschiedene Weisen erweitert werden. Über ihre Waffe, ihre Harmonieringe und ihre Hilfskerne. Die Waffe, die eine Klinge mit in den Kampf bringt, lässt sich nicht auswechseln. Du kannst sie aber mit Hilfe von Kernsplittern modifizieren. Wähle im Hauptmenü unter Charaktere eine Klinge und dann Waffe modifizieren, um Kernsplitter mit einer Waffe zu fusionieren. Wenn du auf einen Kernsplitter
Laden stößt, solltest du stets die Chance nutzen, um dich mit neuen Kernsplittern einzudecken. Nun zu den Harmonieringen. Diese enthalten verschiedenste Fähigkeiten, die deine Klinge erlernen können. Sie können zum Beispiel Spezialtalente erwerben, die beim Erkunden Hindernisse aus dem Weg räumen oder ihre Spezialtechniken im Kampf stärken. Um diese Fähigkeiten freizuschalten, musst du in den Harmonieringen Bedingungen erfüllen, für jeweils einen bestimmten Harmonieerfolg erfüllen. Ach du Hi, um die ganze was für ein. Zu guter Letzt gibt es noch Hilfskerne. Das sind so etwas, die Ausrüstungsgegenstände, die eine Klinge anlegen kann. Mit weiterer Erklärung dazu warten wir erst einmal, bis du einen gefunden hast. Alter, ich werde hier gerade so mit Informationen zugeballert. Ich kann hier sehen, was für Erfolge ich brauche. Bedingungen sehe ich hier nicht. Hilf Mitstreitern auf. Jetzt die Technik Revolta. Alles klar, okay. Erhöhe die Vertrauensstufe. Besiege Glykosen in Gormond. Ausgenommen einzigartige Gegner. Alles klar, okay. Ja gut, okay. Ist nichts. Ich gucke mich gerade hier noch so ein bisschen um, dass ich nichts hier vergesse. Jede Menge Gegner auf jeden Fall hier. Okay. Komm mal runter. Time to take you down. Rex, let's go. Ha! So, danke. Ja! Au! Naja. Das war ja Pillepalle. Aber hier irgendwie was versteckt. Hier zumindest nix. Ich glaube, ich nehme aber jeden Gegner hier gerade mit. Einfach nur um zu leveln. Ist das davon ein Gegner? Ist das ein Gegner? Keine Ahnung. Ja, es ist ein Gegner. Alles klar. Den knüpfen wir uns jetzt gleich mal vor. Just so. Oh ja. Let's show me your game. Thanks for that. Our emotions are in tune, Rex. My thoughts exactly. Anchor shot. Ha! Naja, aufladen bringt dir jetzt gerade nichts, meine Spezialfähigkeit, weil. Was ist denn hier? Ach, da hat sich unten einer versteckt. Was für ein Wichser ist das denn gewesen? Nice, level up. Glühende Griffe. Yeah. Let's keep this up and we'll anchor for sure. Ha! Ha! Zwei, drei, let's go. Und ha! Eagle Eye! Yeah. Why not? Our emotions are in tune, Rex. Oh, nice, wir haben unseren Spezialangriff. Das war gleich mal rein. Anchor shot. Okay, here we go. Oh, okay. Bams, excellent. Much obliged. Eagle Eye. Double spinning edge. Rush down. Why not? Ach, scheiße. No. Schade. Ich wollte noch einen hinterher setzen. Spezialangriff. Schade. Aber der, also man muss sagen, der hat was ausgehalten, ne? Also, gut ab. Ha! Anchor shot! Ha! Our emotions are in tune, Rex! My thoughts exactly! We can do this all day! Also, es sind ganz schön viele Gegner hier, ne? Also, wenn ich jetzt hier jeden wegräumen würde, dann hätte ich gut was zu tun.
Also, da oben ist doch bestimmt auch versteckt. Bevor ich da weitergehe, gehe ich erstmal hier oben lang. Ich will wissen, was da oben versteckt ist. Ist bestimmt irgendwas versteckt. You're all mine. Flügelsplitter. Flügelsplitter, kein Effekt. Dingo-Schwert, also. Waffenmunition, der Kernsplitter wird dabei verbraucht. Naja, okay. Warum nicht? Da ist auch noch was. Geld. Money. Oh, Money. So, ein Hit. Okay, time to take you down. Komm her. Immer schön fest drauf. Michael's exactly anchor shot. Ha! Ja! Sword bash. Ha! Our emotions are. This won't double spinning hit. Hit it, no. Let's do this. What? Excellent. Oh no, you die not. Much obliged. Now let's show them what anchor we really need. Ha! Hit it, no. Flame. On. Nova. Sauber. Why not? Woohoo! Läuft doch. Man muss nur so ein bisschen mit dem Kampfsystem üben, dann läuft's. Nice. Hey du da, komm mal her. Okay, time to take you down. Ein kleiner Unkor. Oha. Let's keep this up and we'll win for sure. Michael's anchor shot. Ha! Alter, er hat zwei epische Sachen fallen lassen, was? Harte Weste und Panzerkamm. Warte mal. Ist das eine neue Ausrüstung für mich? Ist das ein besser? Oh, habe ich schon. Ups. Erhöht meine. Mehr EP. Nehme ich gerne. Mehr Leben ist immer gut. So. Weil wir ja noch nicht genug gekämpft haben, gehen wir weiter und machen den Online hier fertig. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis das alles aufgeladen ist hier. Ha! Our emotions are in tune, Rex! I like your attitude. Losing focus, komm, den holen wir auch nochmal ran. It'll be fine. We can turn it around. Haben wir noch irgendeinen Gegner? Jo, da. I guess I really am the best. Jetzt haben wir alle hier im Kampf drinne. Ja! Rex, do you need a rest? Nah, I can keep going. Oh no, you don't! Much obliged. Wofür brauche ich eine Erholung, Alter? Ich knock hier alles aus. Ich bin so imber. Ich weiß, dass das Spiel natürlich schwerer wird mit der Zeit. Let's show them a thing or three. Rex, let's go. It's okay. Much obliged. Und immer drauf, immer weiter drauf. Anchor shot. Our emotions are in tune, Rex. My thought, we can do this all day. Also ich räume hier ziemlich gut auf. Würde ich jetzt mal nur so behaupten. Ja, okay, hier ist nichts. Schade. Ist da oben was? Nee. Ah. Hoppala. Also die Fallarmation ist ziemlich komisch. Grumps! It is good to see you uninjured, Rex. How awful. Hold on. I should have some herbs. You are kind, but no amount of human medicine would suffice. But... Weep not, my boy. This is my fate.
can't help it. Can I? No parting is forever. We will surely meet again when the flow of the ether wills it. The days with you were the best I ever had. Until we meet again, Rex. Rams. I told you not to cry, didn't I, Rex? 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 Gramps! Rex! Use your eyes. Don't you recognize me? Well, not really, no. I am so confused right now. So you see, by maximizing cellular regeneration to retain all vital bodily functions, I seem to have reverted to a larval stage. Well, that's quite handy. Must be nice to be a Titan. This isn't something just any old Titan can do. Only one so advanced as myself. Rex, are you angry? I'm not. It's more that I didn't want you to see me blubbering like a baby. Oh, it's okay to be angry. So, when will you be back to your old self? Good question. No more than 300 years. 300 years? I'll be long dead by then. I suppose that's true. But what about my house? Do I have to live in the streets? Perhaps this is an opportunity to fly the nest. You mean pay rent? Miser boots. It's a massive extra expense. Still, glad you're okay, Grants. Oh, shoot. We can't stand around all day. We have to find Nia. Nia? You mean that driver and her blade from before? Yeah. They kind of saved our lives. I do hope they're all right. Gramps, do you remember anything? I remember crashing through many trees before landing here. They probably fell off then. That's not a whole lot to go on. Perhaps we would have some luck following the trail of broken trees. Good thinking, Pyra. Let's go. By the way, Rex, is that a core crystal I see shining on your chest? Just what happened to you? I'll tell you later. Right now, we need to find Nia. Oh-ho! Now this makes a nice change.